Herzlich willkommen zu LeZox bei der 10. Folge Fahrenheit. Ja. Mit den üblichen Menschen. Genau. Ja. Nachdem wir jetzt eine Woche, zwei Wochen Pause. Ne, eine. Eine? Ne, Moment. Nee, aber wir haben ja auch das erste Mal Anderthalb. Wir haben es ja mitten in der Woche auf. Wie auch immer, wir sind, nachdem wir letztes Mal um 2 Uhr morgens losgemacht haben, haben wir jetzt wieder mehr Bock. Auf jeden Fall. Auf den Sonntagnachmittag ist das etwas angenehmer. Ich entschuldige mich hiermit für meinen Ausraster. Nächstes Mal mit Facecam. Und dann... Gut. Naja, jedenfalls, wir wissen doch ungefähr, wo wir sind, wo wir waren. Ihr habt ja den Vorteil, ihr könnt euch einfach die letzten Folgen angucken. Naja. Könnten wir auch machen, aber... Nee, zu Mainstream. Ja. Genau, wir spielen jetzt mit Lukas weiter. Ich glaube, du keine Let's Plays. Ist doch scheiße. Gut, Lukas. Ich spiele jetzt mit Lukas weiter in Agathes Haus, also von dieser Ex-Frau. Nein, das war Tiffany. Agathe war die Person, die Marcus ihm vorgeschlagen hat, für die Hilfe. Diese Wahrsagerin oder was ja, das genau. war. Genau. Stimmt, ja, jetzt bin ich wieder drin. Gut. Haben wir es denn jetzt? Wir haben es. Können wir starten? Wir starten. Haus Nummer 36 also. Ich glaube, das ist das hier gleich, ne? Sieht auf jeden Fall schon mal so ja, mit der Laterne hoch. Da ist es ja. Ach ja. Ach ja. Wie praktisch. Soll ich klopfen oder soll ich einfach klopfen? Achso, ne. Schon klingeln. Nochmal. Und jetzt darfst ja, okay. du rein. Jetzt gehen wir rein. Vielleicht liegt sie ja irgendwo tot in der Ecke. Das sieht ja schon mal sehr einladend aus. Ist hier jemand? Gerade durch. Der Slender ist hinter dir. Oh ja. Keiner zu Hause? Das scheint ein sehr spirituelles... Ach, großer Gott. Eine ausgestopfte Krähe. Jene Krähe vom Anfang. Jene Krähe, stimmt. Die am Herrenklo. Stimmt. Oh, siehst du da liegen jetzt. Die am Herrenklo saß und auf der Laterne. Genau. Und im ja. Zimmer. Und generell. Genau, überall. Und im Zimmer, genau. Kerzenständer, ein altes Zauberbuch. Hm, wie unheimlich. Ständer. Hier kommt der Ständer. Hier kommt der Ständer. So, gehen wir hier weiter. Irgendwo wird die alte bestimmt. Na? Sind Moin. Sie Agatha? Warum möchten Sie mit Agatha sprechen? Ich heiße Lucas Kane. Ich habe Probleme und ich muss mit ihr darüber sprechen. Kann sie nicht mal aufstehen, Mann, ist unhöflich. Und wer hier auf Erden hat die nicht? Man kann auch ohne Augen sehen. Und nun, junger Mann, schieben Sie mich bitte rüber. In Gesellschaft der Vögel kann man sich besser unterhalten. Ist ja nicht so einladend hier. Ja. Mal gucken. Komische gute Frau, aber... Was ist das? Warte mal. Kreuz oder so. Ja. Bam! Was? Schleuder sie durch den Raum. Nee. Sprinten können wir nicht, schade. Und wieso stelle ich sie denn jetzt ab? Am Tisch? Am Tisch sollte ich sie nicht abstellen, ne? Ja, aber wie? Und vielleicht vor dem Vogel. Das ist echt ein bisschen... Oder wieder da in diesem Lichtschein. Ja. Vielleicht steht sie ja drauf. Sie sieht so ähnlich. Doch, sie kann ja ohne Augen sehen. Sie kann auch ohne Augen sehen. Das fühlt es. Ach, das ist eine Tür. Ja, sie soll doch bestimmt in diesem Zimmer bleiben, oder? Ich glaube auch. Sie meinte ja in Gegenwart der Vögel. Ja, wir haben den Rest des Hauses auch noch nicht gesehen. Also. Hier sind Vögel. Das Vögelzimmer. Vögel sind einmalige Tiere.
Sie können ihr ganzes Leben in einem Käfig verbringen und trotzdem noch fröhlich singen. Was führt Sie her, junger Mann? Sagen Sie, wie sieht Ihr Käfig aus? Besessen. Ich habe jemand umgebracht. Es war, als wäre ich besessen. Ich sah, wie ich es tat, ohne mein Handeln kontrollieren zu können. Klingt eher wie eine einfältige Ausrede. Glauben Sie nicht, Sie sind in Wahrheit einfach nur verrückt geworden? Ich hatte eine Vision eines anderen Mannes, der gleichzeitig genau dieselben Bewegungen machte. Und eines Mädchens, das mich um Hilfe bat. Im Schrank liegt ein Säckchen mit Samen. Seien Sie so nett. Füttern Sie bitte meine kleinen Lieblinge. Vögel füttern. Ei, ei. Such den Samen, sag ich. Ich weiß nicht. Oh Gott, was sollen wir nur tun? Ja, natürlich gleich die falsche genommen. Ist immer so, ne? Ja, echt. Wie bei den Hütchen spielen. Man kann nur verlieren. Da ist schon mal der Samensack. Komm, du kriegst was. Bitte Blick. Bitte Kitty. Du meinst ein Vogel Kitty? Den Feuer hat er auch Blacky genannt. Bitte mit das. Das Kräfte heißt Blacky. Und ist weiß. Ich habe festgestellt, Mittag wäre ein cooler Name für eine Katze. Mittag? Oder Kühlschrank oder so. Brotmaschine. Da kommen wir nicht an. Stell dir vor, du rennst über den Hof. Kühlschrank! Offenbarung. Sind Ihnen seitdem vielleicht noch andere seltsame Dinge passiert? Nö. Sonderbare Träume oder Visionen? Ja, ich sehe Dinge. Als nähme die Wirklichkeit vor meinen Augen schreckliche Formen an. Können Sie Ihre Visionen mit irgendwas Konkretem in Verbindung bringen? Zum Beispiel einem Symbol oder Zeichen, einem Wort? Als ich wieder Herr meiner Sinne war, nach der Tat, sah ich dieses Symbol in meine Arme geritzt. Eine Schlange. Zwei offene Münder. Oh mein Gott! Was heißt das? Es gibt nur einen Weg, dies zu deuten. Schnell, schieben Sie mich ins Wohnzimmer. Scheint ja doch alles recht mysteriös zu sein, was hier mit Lukas ist. Auf jeden Fall geht es jetzt mit der Story schon mal ein bisschen voran. Vielleicht finden wir hier raus, was los ist. Eventuell. Bestimmt noch nicht ganz. Ihr dürft dann bestimmt auch noch mal mit der guten Frau reden, bestimmt im Laufe des Spiels. Möchte ich fast wetten. Vielleicht ist es meine Frau Mutter. In einem der Schränke finden Sie Kerzen. Stecken Sie sie in den Kerzenständer. In der Küche müssten Streichhölzer sein. Dann können Sie die Kerzen anzünden. Streichhölzer. Ich meine, Dings, Kerzen. Wo waren die Nummer? Das ist noch so ein Vogel. Eine ausgestopfte Eule. So, jetzt haben wir die Untere. Da ist auch noch eine drin. Nein, gut. Dann stehen wir auf. Wump. Sehr gefühlvoll. So, ich glaube, eine reicht nicht, ne? Ja, aber woanders ist ja kein Schrank mehr, oder? Hä? Okay. Achso, ja, okay, dann... Er hat zwei gleichzeitig aufgenommen. Oder noch mehr, wie es ausschaut. Na gut, nee, umso besser. Machen wir uns jetzt auf in die Küche. Ah, nett von ihr, dass sie uns so hinaus... Die würde ich noch gerne holen. Da hängt dein Kopf an.
Löwenkopf. Bisschen so ja. aus, ne? Da auch. Das ist schon so eine afrikanische Tiermaske. Ja. Trägt immer, wenn sie allein ist. Spirituell ist. Das ist ihre Schlafmaske. Küche? Scheint so, ne? Bonus! Du Bonusschwein. Eigentlich ein Messer. Genau, bring die auch noch. Alte Spüle. Oh, Messer nicht hier. Hier sind die Streichhölzer. Gucken, gibt's hier sonst noch was? Was uns irgendwas über Agathe verrät. Alter Teller auf einem Regal. Das sagt einiges. Sie mag alte Teller. Kühltrank, wunderbar. Nichts Besonderes. Muss auch reingucken. Ja. So unhöflich ist er wahrscheinlich nicht, der gute Lukas. Taylor hat das gemacht wahrscheinlich. Ja. Ja. Mit seinem funky Lifestyle. Mit seinem funky blauen Camouflage-Sweater. Hi. Ne, erstmal anzünden. Na. Entschuldigung, was sagten Sie, soll ich tun? In einem der Schränke finden Sie Kerzen. Stecken Sie sie in den Kerzenständer. In der Küche müssten Streichhölzer sein. Dann können Sie die Kerzen anzünden. Ah, jetzt weiß ich, was ich vergessen habe. Du musst nochmal in die Küche. Da macht auch eine Wissenschaft draus, ne? Mit einem anzuzünden. Welch eine Verschwendung. Ja, dass da jetzt doch. Keiner auf die Plätze kommt. Er ist etwas. Ein Quicktime-Event. Ja. Stimmt. Streichhölzer anreißen. Echt. Ich finde das schon geil, dass hier nicht. Löschen Sie nun das Licht. Vorhänge zu. Wir sind bereit. Setzen Sie sich zu mir. Das ist bestimmt eine Science. Interessant, glaube ich. Bild, habt ihr das gesehen? Was denn? Da war gerade ein Bild mit einem Kopf vor dir. Ja. Wow. Oh, nett. Ja, guck mal, er kommt gerade aus dem Bild raus. 3D. Oh Mann. Hab ich da Lust zu jetzt? Entschuldigung, was sagten Sie, soll ich tun? Licht aus. Vorhänge zu. Nun setzen Sie sich zu mir. Ah. Sie schon ein bisschen in der Folge. Tut mir leid. Ich bin gerade in einer schwierigen Linie. Wenn du so nochmal fragst, bist du doof oder so? Sollt ihr das aufschreiben? Ja, viel dunkler jetzt. So, mal schauen, was uns jetzt erwartet. Um das Ganze zu verstehen, gibt's nur eins. Sie müssen tief in ihr Unterbewusstsein eindringen. Wer immer es war, der sie dazu zwang, diesen Mord zu begehen, hat sich aus ihrem Gedächtnis gelöscht. Aber in ihrem Unterbewusstsein muss er eine Spur hinterlassen haben. Sie können sie finden. Aber es bedarf einer anstrengenden Zeremonie, die nicht ganz ungefährlich ist. Wollen Sie oder wollen Sie es nicht versuchen? Ich will es. Ihre Hände, bitte. Jetzt die Augen schließen. Lösen Sie sich von allem und öffnen Sie ganz weit die Tür zu Ihrem Unterbewusstsein. Lassen Sie mich eintreten. Genau. Wir sind vereint. Lukas, sind Sie da? Ja. Kehren Sie zum Restaurant. Wo sind Sie, Lukas? Ich stehe vor dem Restaurant. Dann betreten Sie jetzt das Restaurant. Jetzt geht's auch, ne? Ja. Ich bin nun im Restaurant.
Was sehen Sie? Ich sehe Gäste und die Bedienung. Sehen Sie den Tisch, an dem Sie saßen? Ich suche ihn. Da ist ein Polizist. Er sitzt an der Bar. Konzentrieren Sie sich. Jetzt gehen Sie an Ihren Tisch. Ich stehe neben dem Tisch, aber er ist leer. Haben Sie noch nicht an Ihrem Tisch gesessen? Doch, habe ich. Denn mein Essen steht bereits da. Ich glaube, zu der Zeit habe ich ihn umgebracht. Bewahren Sie die Ruhe, Lukas. Sagen Sie mir genau, wo Sie sich befinden. Im Toilettenraum. Der andere Mann auch. Was macht er? Er pinkelt. Er ist völlig ahnungslos. Und Sie, Lukas, wo sind Sie? Keine Ahnung. Ich sehe mich nicht. Da bin ich. Ich war in einer Toilettenkabine. Oh mein Gott, ich habe ein Messer. Er sieht mich nicht. Immer ruhig bleiben, Lukas. Schön konzentrieren. Ich kann meine Beine nicht kontrollieren. Ich gehe von hinten auf den Mann zu. Er sieht mich nicht. Ich will nicht. Ich will nicht. Aber ich habe mich nicht in der Kontrolle. Kehren Sie nochmal zum Restaurant zurück. Aber diesmal, bevor Sie in den Toilettenraum gehen. Verstehen Sie mich, Lukas? Weiter zurück. Wo sind Sie jetzt? Wieder im Speisesaal des Restaurants. Sitzen Sie an Ihrem Tisch? Ja, ich sehe mich dort sitzen. Und was tun Sie, Lukas? Ich esse. Ich esse und lese dabei ein Buch. Ein Buch? Ja. Shakespeare. Der Sturm. Was sehen Sie noch? Wie ich dir vorhin gesagt habe, ich bin einem Tyrannen untertan. Einem Zauberer, der mir durch seine List diese Insel abgetrödelt hat. Wie bitte? Das ist eine Passage aus Shakespeares Sturm. Das lesen Sie doch gerade, oder? Ja. Jemand kommt auf mich zu. Ein Mann. Wer ist es? Ein Gast? Ich weiß nicht. Ich glaube ja. Ich sehe sein Gesicht nicht. Und was sagt er zu Ihnen? Ich kann mich nicht erinnern. Konzentrieren Sie sich, Lukas. Sie müssen sich erinnern. Eins meiner Lieblingsbücher. Schade, dass heute kaum noch jemand Shakespeare liest. Dürfte ich mich kurz zu Ihnen setzen? Ah, ja, aber... Der Mann hat sich zu mir gesetzt und... Jetzt kommt die Bedienung. Sir? Kaffee, bitte. Die Bedienung. Sie scheint den Mann nicht zu sehen, als wäre er unsichtbar. Es wurde schon viel über den Sturm geschrieben. Vor allem aber über das Thema der Magie. Und jetzt? Was geschieht jetzt, Lukas? Ich weiß nicht. Der Mann strahlt eine seltsame Energie aus. Ich kann sie nicht beschreiben. Weiter, Lukas. Was geschieht danach? Glauben Sie an magische Kräfte? Nein, gar nicht. Hören Sie. Welch Irrtum. Dabei enthält unser Universum noch viel mehr als das, was mit bloßem Auge zu erkennen ist. Ihr Kaffee, Sir. Danke, Kate. Die Bedienung hat ihm den Kaffee serviert, aber sie wendet sich mir zu, als hätte ich ihn bestellt. Sie weiß nicht, dass er dort sitzt, sie sieht ihn gar nicht. Und was passiert jetzt? Ich will zwar nicht unhöflich sein, aber ich wäre lieber allein.
Naster Nachtitlan Kastanechli Kvechnitlanar Nastilan Kvechni Ratsmar Kvechtinar Vatman Kvechnitlan. Ich bin gelähmt. Ich fühle meinen Körper nicht. Und ich kann mich nicht bewegen. Der Mann, Lukas. Wo ist der Mann? Er ist aufgestanden und weggegangen. Er ist nun in meinem Kopf und kontrolliert mich. Folgen Sie dem Mann, Lukas, schnell. Ich befehle Ihnen, dem Mann dich zu folgen. Ich glaube, ich weiß, wer es ist. Er geht durch die Hintertür. Folgen Sie ihm. Ihre Seele ist mit der seinen verbunden. Sie sehen alles, was er sieht. Sie kennen diesen Mann, nicht wahr, Agatha? Nein, ich weiß nichts. Ich bin nicht sicher, wer er ist. Doch, Sie wissen, wer es ist. Als Sie die Narben an meinen Armen fühlten, wussten Sie sofort, was los ist. Was bedeuten diese Symbole, Agatha? Was hat der Mann mit mir getan? Gehen Sie jetzt, Lukas. Ich kann nichts weiter für Sie tun. Erklären Sie mir wenigstens, was mit mir passiert ist. Er hat mich zum Mörder gemacht. Ich will es wissen. Ich muss es wissen. Ich muss erst einiges überprüfen. Heute kann ich nicht mehr sagen. Kommen Sie morgen wieder, zur gleichen Zeit. Dann weiß ich mehr. Alles klar. Lass jetzt einmal für uns einzuordnen. Also erstmal machen wir die Folge jetzt zu Ende. Oh, war ja schon cool gemacht eben. Wahnsinn. Also wenn du hier wirklich sitzt und das so drückst, dann bist du echt... Da drin. Voll drin. Also ohne Mist. Also da bist du echt richtig geil reingezogen. Das haben sie echt richtig geil gemacht. Ich denke mal, für Claudio und mich war das mehr so wie ein Film gucken. Ja? Also richtig. War cool, ne? Richtig. Das war sehr, sehr gut. Weil ich sagte, ich glaube, ich weiß, wer das ist. Erinnert ihr euch, nach der Restaurantszene, nach dem Restaurantmord, da kam doch kurze Frequenz mit irgendeinem Typen, der hier so eine Narbe hat am Auge. Mhm. Aber falls der, das ist der Besessene. Ja, irgendwas, muss da, Kopf? Ja, irgendwas muss da mit dem gewesen sein. Der wird ja nicht ohne runter. Ja. Er hat auf jeden Fall was Lateinisches mal, quasi. Mal angenommen, der Typ war überhaupt da. Ja. Also... Das ist ja alles. Auf jeden Fall hat uns das jetzt noch mehr Rätsel aufgegeben als Lösungen, glaube ich. Auf jeden Fall. Na okay, gucken, ob Carla und Tyler die lösen können in der nächsten Folge. Wir machen jetzt erstmal Schluss und dann sehen wir uns nächsten Montag wieder. Bis dann. Bei Folge 11. Bis dann. Ciao. Tschüssi. Ciao.